Rapper fängt die Gangster ein. Mit Pip. Mit Pip. Mit Köpfchen legt er sie herein. Und Pip. Und Pip. Auch Oma liegt stets auf der Lauer. Das macht jeden Gangster sauer. Johnny, Pit und Arnika. Wenn's brennt, dann sind sie alle da. Doch wer jagt die Gauner? Die Gangster, die Nepper. Da gibt's nur einen. Und das ist Paul Pepper. Da gibt's nur einen. Und das ist Paul Pepper. Paul Pepper und die tickende Bombe. Sag mal, Papa. Psst, sei mal still. Ich denke. Nee. Hast du... Bitte, jetzt unterbrich mich nicht, Johnny. Die ersten Sätze sind immer die schwierigsten. Na, 10 Minuten bastel ich schon an einem vernünftigen Anfang herum. Ich wollte doch nur fragen. Ah, warte, jetzt hab ich's. Eine Sekunde. So. Also, jetzt hörst du dir das mal an, ja? Wer, ich? Na, wer denn sonst? Siehst du noch jemanden anderen in der Redaktion? Deswegen, fang schon an. Na, pass auf. Dreimal hat der Erpresser, der sich lächerlicherweise die schwarze Hand nennt, zugeschlagen. Jetzt hat er den Bogen überspannt. 2 Millionen Mark will er von der Bundesbahn. Wenn die Bahn nicht zahlt, will er einen vollbesetzten Personenzug entgleisen lassen. Der muss verrückt sein. Gestern Abend hat er wieder mal dem Tagesreport seine Forderung zugespielt. Innerhalb von 4 Tagen soll das Geld bereitliegen. Binnen 6 Tagen muss es übergeben sein. Hier auf dem Schreibtisch lag der Brief. Mich laus der Affe. Ein großer weißer DIN A4-Umschlag mit einer großen schwarzen Hand drauf. Na, wie immer. Der Absender drückt offensichtlich die Handfläche erst in Kohlestaub und dann auf das Kuvert. Ja, dann hat man wenigstens gute Fingerabdrücke. Ja, stimmt. Nur nützt das wenig, denn die Abdrücke sind nirgends registriert. Unser Drucker hat was herausgefunden. Na, spuck's endlich aus! Das Papier, es stammt aus unserem Lager. Auf dem der Drohbrief steht? Ja. Und das sagst du erst jetzt? Du sei doch nicht so laut, stand noch mal. Herr Kleinert war sich nicht ganz sicher. Papier gibt es schließlich wie Sand am Meer. Der Brief ist mit Maschine geschrieben. Ja. Warte mal. Diktier mal bitte den ersten Satz. Na ja, gut. Also. Ich fordere von der Bundesbahn 2 Millionen Mark. Oder es entgleist. Entweichen Sie. Entgleist, ja. Ein vollbesetzter. Vollbesetzter. Personenzug. Personenzug. Hast du? So, geschafft. Ja. So, und nun zeig mir das Original. Du glaubst... Ja, ein Versuch ist es wert. Aber ist das die gleiche Maschine? Das wäre auch ganz schön verwegen, wenn der meistgesuchte Verbrecher einfach hier reinmarschiert und... Hey, warte mal. Wieso habe ich denn das bloß vorhin übersehen? Schau dir doch mal das verdruckte G an. Genau den gleichen Fehler macht meine Maschine. Tatsächlich. Und beim kleinen H ist die Oberlänge nicht zu sehen. Hey, der Kerl hat auf deiner Maschine geschrieben. Also, das ist ja dicker Hund. Unverschämt. Ungeheuerlich. Aber wenn sich herausstellt, dass alle Briefe hier in der Redaktion geschrieben worden sind, ja, dann kann der Täter nicht weit sein. Ja, das stimmt. Aber das kann nur die Polizei herausfinden. Oder Paul Pepper. Euer Freund und Privatdetektiv? Ja, genau. Gerade das Gartentor gequietscht, Herr Pepper? Es kann sein, Pitt. Es fällt bald aus den Angeln. Dann kaufen Sie doch ein neues. Ich bin pleite, Annika. Seit Wochen hatte ich keinen Auftrag mehr. Ein alter Privatdetektiv hat eben keinen Markt. Von wegen alt. Hier spricht die schwarze Hand. Ich fordere 2000 Mark oder die Gitarre. Kein Schritt näher. Ich habe eine Waffe und war rücksichtslos davon Gebrauch. Ich ergebe mich. Dann ist gut. Okay, komm rein. Mach mal auf, Annika. So. So, komm rein, mein Junge. So.
Was hast du gerade über die schwarze Hand erzählt, Johnny? Morgen steht sie in der Zeitung. Diesmal hat die schwarze Hand etwas ganz Großes vor. Hat er mal wieder den Tagesreport eingeschaltet? Naja, wie immer. Diesmal will er 2 Millionen. Oh, dafür muss ein Detektiv viele Fälle lösen. Es gibt eine Belohnung. Die Bundesbahn setzt für die Ergreifung des Erpressers eine Prämie von 75.000 Mark aus. Donnerlütchen. Mensch, Herr Pepper, die könnten doch Sie sich verdienen. Ja, ist leicht gesagt, so einfach geht das nicht. Sie sind doch Privatdetektiv. Ach, gegen den Apparat der Polizei kommt so einer wie ich nicht an. Ach, Unsinn. Als Team sind wir doch unschlagbar. Nie im Leben würde ich die Nacht in der Zeitungsredaktion verbringen. Stell dir mal vor, du begegnest der schwarzen Hand. Jetzt ist es gleich 10 Uhr. Die beste Zeit für einen Besuch im Tagesreport. Also dann viel Glück. Tschüss, bis morgen. Pass auf dich auf. Ja, ja. Hey, Junge, wo sollst denn hingehen? Ich will meinen Vater abholen. Ja, und wie heißt du? Johannes Bergemeier. Ach so, dann bist du der Junior vom schnellen Berg. Ja, aber ich glaube, ich bin falsch hier. Pass auf, zur Redaktion. Da geht's nach hinten durch den Rotationssaal und dann durch den langen Korridor. Okay, danke. Bitte. Da schreibt ja einer. Mann, wenn ich den doch bloß erkennen könnte. Wer sind Sie? Bleib stehen und dreh dich nicht um. Ich bin ein harmloser Besucher. Ein Schnüffler bist du. Ich habe mich nur verlaufen. Ach, wirklich? Angst ist ein schlechter Ratgeber. Von wegen Angst. Dir zittern doch die Knie. Lassen Sie mich doch gehen. Einen Augenblick noch. Denk dran. Ich kenne dich. Ich habe dich beobachtet. Deine Gesichtszüge studiert. Unter Tausenden von Menschen würde ich dich ohne Mühe herausfinden. Wenn ich dich erledigen will, hast du keine Chance. Ich kann Bomben bauen und mit dem Wurfmesser umgehen. Mit dem Revolver, da bin ich auch nicht ganz schlecht. Du hast also keine Chance. Und jetzt! Ah! Jetzt bin ich aber reif fürs Bett. Hoffentlich hat Pepper eine Matratze für mich. Ich werde das Beweisstück an mich nehmen. Ja, darf man vielleicht wenigstens erfahren, was draufsteht, Herr Kommissar? Ja, einen Moment. Noch 5 Tage. Ich rate den Verantwortlichen, das Geld 2 Millionen in kleinen Scheinen zu beschaffen. Ein Zug wird entgleisen, wenn man meine Forderungen nicht erfüllt. Der Brief der schwarzen Hand lag auf meinem Schreibtisch. Ja, geben Sie her, Bergemeier. Der Brief muss im Labor untersucht werden. Haben Sie denn schon einen Verdacht, Herr Kommissar? Ja, bisher tappen wir noch völlig im Dunkeln. Gibt's denn noch gar keine Anhaltspunkte? Nein, im Moment noch nicht. Die Polizei ist auf Ihre Mitarbeit angewiesen. So. Und wie soll die bitte aussehen? Ja. Bitte, meine Damen und Herren, notieren Sie alles, was Sie beobachten. Auch Kleinigkeiten können wichtig sein. Ja, schön. Ja, was wollen Sie hier, Herr Pepper? Ja, ich glaube nicht, dass ich Ihnen das sagen muss, also Herr Kommissar. Also merken Sie sich eines, meine Damen, kommen Sie mir bei diesem Fall ja nicht in die Quere, sonst werde ich endlich mal ungemütlich. Na, dass Sie die Gemütlichkeit nicht gerade erfunden haben, das ist ja stadtbekannt. Tag, die Herrschaften! Er hat eine merkwürdige Art, die Türen zu schließen. Ja, richtig, ja. Ein neuer Drohbrief? War wieder die schwarze Hand drauf? Ja, nicht ganz, aber alle 5 Finger. Ach, der Brief wurde auf Ihrer Maschine geschrieben, nicht? Woher wissen Sie, dass die neue Nachricht hier geschrieben worden ist, Herr Pepper? Wenn Sie etwas wissen, sollten Sie es mir sagen, Pepper. Ja, was könnte ich denn wissen? Oh, bitte halten Sie mich doch nicht für dumm, Herr Pepper, ja? Ein Arbeiter aus der Registratur hat heute Nacht einen Mann im Gang gesehen. Pfeifend übrigens. Pfeifend? Ja, pfeifend. Und darauf folgte ihm eine zweite Gestalt, etwas kleiner, ein Kind vermutlich oder ein Halbwüchsiger. Ach, was Sie nicht sagen. Eine Frau hat dem Junior vom schnellen Berg den Weg in die Redaktion erklärt. Das sind natürlich Indizien. Tatsächlich. Vor einer halben Stunde war ich in der Schule. Der Schüler Johannes Bergemeier, mein Sohn, fehlt. Er ist während des Unterrichts eingeschlafen und erzählte dem Lehrer, er leide an einer seltsamen Schlafkrankheit. Also, der Lehrer hat ihn dann aus dem Unterricht entfernt. Heutzutage nicht alles gibt. So, und jetzt frage ich Sie, Herr Pepper. Ja. Wissen Sie, wo mein Sohn ist? Ja, das Dumme ist, dass ich mich zum Schweigen verpflichtet habe, nicht? Aha. Johnny ist also bei Ihnen und schläft sich in Ihrem Garten aus. Nur warum fragen Sie eigentlich, wenn Sie es schon wissen? Wussten Sie, dass ich Johnny gestern Nacht hier auf die Lauer legen wollte? Sagen Sie mal, wofür halten Sie mich eigentlich? Na, das sage ich Ihnen lieber nicht, lieber Herr Pepper.
Aber erzählen Sie mir doch wenigstens, was Johnny in der letzten Nacht gesehen hat. Das kann er selber viel besser. Auf geht's, Johnny. Also wenn ich jetzt nicht gleich einen lückenlosen Bericht bekomme, ja, wie man das vom Sohn eines Reporters erwarten kann. Okay, also der Mann war groß und schlank. Aha. Er trägt eine Baskenmütze und bemüht sich um eine ausdrucksvolle Sprache. Toll. Spricht er einen Dialekt? Nein, er wählt seine Worte sehr genau. So reden nur Leute, die sich für etwas Besonderes halten. Sehr gut. Sein Gesicht, ist dir was aufgefallen? Mhm, er trug eine Brille, vermutlich randlos. Sein Gesicht war schmal, beinahe hager. Na bitte. Und die Augenfarbe? Mann, im Keller war es dunkel. Wir haben eine perfekte Personenbeschreibung. Erinnerst du dich an die Melodie? Der Mann hat auch gepfiffen, nicht? Ja. Nochmal. Naja. Ja, toll. Ja, ich finde schon was raus. Du meinst, freut euch das Leben. Ja, genau, mit der Sense rasiert. Sehr gut, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Vielleicht sollten wir eine Beschreibung des Mannes in der Zeitung veröffentlichen. Ja, damit würden wir doch nur unser Pulver verschießen. Schließlich wollen wir den Mann möglichst ohne die Polizei finden, nicht? Das geht aber doch nur bis zu einem gewissen Grad. Der Mann will immerhin einen Zug entgleisen lassen. Ja, Sie haben recht. Ich schlage vor, wir ermitteln noch 2 Tage und wenn wir alleine nicht weiterkommen, übergeben wir alle unsere Erkenntnisse der Polizei, ne? Ich frage mich, warum bisher noch niemand der schwarzen Hand begegnet ist. Bin ich niemand? Ach ja, du, aber du bist bisher der Einzige. Wenn Pitts Theorie wirklich stimmt und der Mann sich im Verlag einquartiert hat, dann müsste das doch jemandem aufgefallen sein. Vielleicht schleicht er sich nur nachts herum und versteckt sich tagsüber. Es wird Zeit, dass wir uns darüber Klarheit verschaffen. Heute um Mitternacht werden Pitt und ich auf Erkundungsgang gehen. Einverstanden, mein Junge? Ich bin dabei. Wenn das mal gut geht. Wir schleichen uns von hinten an, nicht? Klar, dass wir nicht durch den Vordereingang marschieren. Das Fenster zum Keller liegt am Durchgang vom 1. zum 2. Hof. Ich muss gut aufpassen. Die Pförtnerloge ist keine 10 Meter davon entfernt. Und der Pförtner sitzt doch die ganze Zeit? Ja, das hätte man eigentlich überprüfen sollen. Jetzt ist es zu spät. Los, wir müssen näher ran. Siehst du was? Der Pförtner blättert in einer Illustrierten. Jetzt schaut er auf die Monitore. Der Verlag ist also mit einer elektronischen Überwachungsanlage ausgerüstet. Was passiert, wenn der Pförtner die schwarze Hand plötzlich auf dem Bildschirm hat? Das ist eine interessante Frage, natürlich. Kann der große Unbekannte überhaupt durch das Haus schleichen, ohne einmal auf einem der Monitore aufzutauchen? Die schwarze Hand muss sich hier verdammt gut auskennen. Oder mordsmäßig Glück haben. Psst. Der Portier. Er steht auf, jetzt nimmt er eine Lampe vom Haken. Er schnallt sich einen Pistolenhalfter um. Sicherlich Zeit für einen Kontrollgang, nicht? Die Situation ist günstig. Jetzt rein ins Haus. Los! So. Ich mache mir Vorwürfe. Ich hätte alleine gehen sollen, nicht? Immerhin bin ich 16 Jahre alt. Und wenn es darauf ankommt, kann ich unheimlich schnell laufen. Ja, komm weiter. Wir müssen irgendwo eine Treppe finden. Ja. Da ist ein Abgang zum Untergeschoss. Ja. Eine Treppe, sei vorsichtig, das hier. Wie steil. Da ist noch eine Tür. Ja, total verrostet, das Stahlmonster. Papierfabriken und wird wieder neu verarbeitet. Komisch. Die Zeitungspacken sind wieder in Treppe gestapelt. Ja. Und führt direkt zum Fenster hinauf. Schau mal. Da sind Spuren von Schuhsohlen. Da liegt auch ein Feuerzeug. Ja. Rauchen müsste hier doch eigentlich verboten sein. Ja, sieh mal einer an, das ist ja eine richtige Fundgrube. Guck mal da, den Manschettenknopf. Ja, 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 er liegt zwischen 2 Zeitungsstapeln eingeklemmt. Zeigen Sie mal. Ja? Seltsamer Stein. Grau-grün in einer goldenen Fassung. Ja, den nehmen wir mit.
Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das ein Skerpentin. Das klingt wie ein Putzmittel. Ja, nein, mein Junge, das ist doch ein Terpentin. Skerpentin heißt das, so ein Halbedelstein. Der kommt nur in den südlichsten Klippen der englischen Kanalküste vor. Hab noch nie davon gehört. Ja, das ist auch sehr selten. Roh sieht der Stein grau bis grün und ziemlich unansehnlich aus. Sobald man ihn schleift, bekommt er einen geheimnisvollen matten Glanz. Ach, stimmt, matter Glanz ist richtig. Ja, ja, die Frage ist, wie kommt der Manschettenknopf hierher? Keine Ahnung. Bin gespannt, was wir sonst noch finden. Ja. Sieh da! Ja? Die London Times! Ja. Ja, entweder will hier jemand seine englischen Sprachkenntnisse aufbessern oder seine Muttersprache ist Englisch. Rätsel um Rätsel. So. Da ist eine Tür. Ja, probier mal. Verschlossen. Die schwarze Hand. Aber denk schon, es gibt sicherlich noch einen anderen Ausgang. Okay, lass uns mal suchen. Wir haben es im Grunde nicht eilig. Eingangshalle. Auf dem Boden. Ja. Blut, der Mann blutet. Ja, ja. Das ist der Pförtner. Hat ihn niedergeschlagen. Da, das Telefon. Geh mal. Wähl am besten die 110. Wir brauchen einen Notarzt. Sieht schlimm aus. Hoffentlich kommt der Pförtner durch, was? Hallo, hier ist ein Mann schwer verletzt. Tagesreport Eingangshalle. Bitte beeilen Sie sich. Also, das wird auf das Konto der schwarzen Hand gehen, Pitt, was? Weißt du was, Pitt? Wir nehmen ein Taxi nach so viel Aufregung. Da bin ich ein ganz miserabler Autofahrer. Gute Idee, ich halte mal den Daumen raus. Deckung! Was war denn das? Oh, ich fürchte mein Auto. Haben Sie das gewusst? Nee, nicht einmal vermutet. Aber so ein Glück, ich war wirklich so fix und fertig, dass ich nicht mehr fahren wollte. Und was machen wir jetzt? Tja, ich glaube, jetzt werden wir um einen Rahmenschuh mit Rübezahl nicht mehr rumkommen. Ach du meine Güte. Pepper, schon wieder Sie. Ja, eben habe ich noch von Ihnen gesprochen. Wissen Sie, mir wäre es auch lieber gewesen, wenn mir Ihr Anblick heute Nacht erspart geblieben wäre, Herr Rübenach. Was ist denn mit Ihrem Auto? Das sehen Sie doch, ist ausgebrannt. Weiß Gott, es wäre mir nicht unangenehm, wenn Sie bei der Explosion noch drin gesessen hätten. Oh, aber mal langsam. Was wissen Sie? Na, nichts, was nicht auch der Polizei bekannt wäre. Aber sobald ich etwas erfahre, dann unterrichte ich Sie. Sie lügen. An Ihrer Stelle wäre ich etwas vorsichtig mit solchen Anschuldigungen. Auch böswillige Verleumdungen sind strafbar. Wer hat einen Grund, Sie umzubringen? Eigentlich niemand. An welchem Fall arbeiten Sie gerade? An dem Fall Eisenbahnerpressung. Also doch. Ja, ich gebe es zu, aber ich habe nichts Nennenswertes herausbekommen. Sie lügen ja schon wieder. Oh, no. Das Auto. Wo? Dort, der große amerikanische Schlitten. Und? Da hinten saß er. Ich habe ihn genau gesehen. Das muss er gewesen sein. Es war die schwarze... Lass doch gut sein. Was redet der Junge denn da? Nichts, nein. Pitt schwärmt seit neuestem für große amerikanische Autos. Sie wissen doch... Wie Jungs so sind. Ja, und ich soll Ihnen dieses Märchen glauben. Machen Sie doch, was Sie wollen. Also egal, was Sie mir auch verschweigen, Sie lösen den Fall sowieso nicht. Sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich gegen mich? Was habe ich Ihnen nur getan, dass Sie mich so auf dem Kieker haben? Ja, das will ich Ihnen ganz genau sagen. Was denn? Erst gestern hat mich der Polizeipräsident gefragt, wie sieht es denn aus, Rübenach? Kommen Sie voran oder lassen Sie sich wieder den Fall von dem Pepper wegschnappen? Oh, der spinnt doch. Der will Sie doch nur aufhetzen und Ihren Ehrgeiz anstacheln. Mhm. Hm? Pepper? Da könnten Sie ausnahmsweise einmal recht haben. Sehen Sie? Immer ganz im Vertrauen. Ja? Ein bisschen habe ich natürlich auch rausbekommen. Sieh mal an. Ja, aber geben Sie mir 24 Stunden Zeit, dann lege ich Ihnen alles auf den Tisch. Gelaufen. Der macht vielleicht ein Gesicht. Keine Ahnung. Die Aufstellung läuft doch optimal.
Und die hat schon 6 Bilder verkauft. Herr Bergemeier, stimmt das, dass die Zeitung platt ist? Ach, das sind doch Gerüchte. Wenn man das nur genau wüsste. Vielleicht ist das Ganze auch nur Panikmache, damit die Leute keine höheren Gehälter und Löhne verlangen. Also es wäre aber ziemlich schäbig. Ja, Junior, das wäre es wirklich. Ich traue dem Junker auch gar nichts. Junker? Ist das der Verleger? Ja, ihm gehört der ganze Laden. Und wenn nun Herr Junker der Presse ist? Was? Ja, mit 2 Millionen könnte man doch die Pleite vielleicht abwenden. Das ist gut, Junior. Also wirklich, das ist gut. Der Junker erpresst die Deutsche Bundesbahn, um seinen Verlag zu retten. Fabelhaft. Eine einmalige Chance. Ein toller Gedanke, ja. Ich weiß, ich weiß. Du kennst ihn nicht. Sonst wärst du wohl auch nicht auf die Idee gekommen. Fährt der Junker oft nach England? Ja, er ist ausgesprochen anglophil. Was ist er? So sagt man, wenn jemand die Angelsachsen, also die Engländer, ganz besonders gern mag. Ach so. Außerdem lebt sein jüngerer Bruder in England. Ist Herr Junker groß, schlank und trägt er eine randlose Brille? Was sollen diese Fragen? Und fährt er einen amerikanischen Wagen? Ach, Tony, hör auf, mich zu löchern, komm. Herr Junker ist groß und schlank, aber er trägt eine Brille mit Rand. Außerdem fährt er eine deutsche Limousine, neuester Bauart. Im Übrigen erwarten wir ihn heute Nacht als Gast. Und trägt er manchmal eine Baskenmütze? Johnny! Entschuldigung. Herr Junker trägt meistens einen schwarzen, breitkrempigen Hut. Und niemals eine Baskenmütze? Also Johnny, komm, jetzt reicht's. Entschuldigung, Herr Bergemeier. Ja, Herr Pepper? Sagen Sie mal, bevor Sie völlig die Geduld verlieren, hätte ich ebenfalls eine Frage. Sie auch. Ja, hat Herr Junker Kinder? Ja, einen Sohn. Er studiert in London. Ah ja, also ist er schon erwachsen. Nee. Oh, ja, sagen Sie mal, sieht der Sohn eigentlich dem Vater ähnlich? Nein, überhaupt nicht. Aha. Er ist klein, stämmig und blond. Warum fragen Sie? Ja, ist nur so, wissen Sie ja. Da kommt Herr Junker. Er küsst Johnnys Mutter die Hand. Liebe gnädige Frau, Sie entschuldigen die Verspätung. Hey, Johnny, hast du den Mann schon mal gesehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht auf Bildern in der Zeitung. Und in Wirklichkeit? Nee, ich glaube nicht. Ich frag mal Pepper. Warum denn? Ich habe da eine Theorie. Hey, Herr Pepper. Ja, ja. Lass mich jetzt mal ruhig. Zypressen in Avignon. Ein hervorragendes Bild. Gut getroffen. Einfach beachtlich. Ach so, finden Sie? Ich finde das nicht. Nein. Nein. Sagen Sie mal, kennen Sie Avignon? An der Brücke, da stehen keine Zypressen, sondern Birken. Haben Sie irgendwie mit Kunst zu tun? Und nicht im geringsten, nein. Wissen Sie, von Haus aus bin ich Seemann. Was Sie nicht sagen. Ja. Aber Sie üben diesen Beruf nicht mehr aus. Nein, nein, nein. Jetzt arbeite ich als Privatdetektiv. Nicht? Meine Visitenkarte. Würden Sie mich gelegentlich in meinem Büro aufsuchen? Aber gerne, gerne, wenn Sie mir sagen, warum. Nicht? Nun, das möchte ich nicht gerne hier mit Ihnen besprechen. Ach. Es ist eine Familienangelegenheit. Ah, Herr Pepper, da sind Sie ja. Kaffee? Wenn es keine Umstände macht. Alles vorbereitet, bitteschön. Danke sehr, ja. Sie werden sich vielleicht wundern... Was? Ach, ich wundere mich schon lange nicht mehr. Nein. Umso besser. Tja, wie soll ich beginnen? Sagen Sie mal, das Bild an der Wand, da sagen Sie mal, ist das Ihr Vater? Ja. Ach, Sie sehen ihm sehr ähnlich. Tja, wir Junkers sehen alle unverwechselbar aus. Ach, ja. Alle haben das schmale Gesicht, die lange dünne Nase, die kleinen kurzsichtigen Augen, das kleine Organ, das aber sehr unangenehm werden kann. Ja, ja, ja. Sagen Sie mal, warum haben Sie mich eigentlich hierher bestellt? Es geht um meinen Vetter. Er lebt heute in England. Darf ich mal raten? Nur zu. Dieser Vetter verlangt, am Verlag beteiligt zu werden. Und ob er das verlangt. Aha. Also richtig getippt, nicht? Seit 20 Jahren kommt er ständig mit neuen Forderungen. Die Sie erfüllen? Mehr oder weniger. Aha. Können Sie das etwas genauer sagen? Ich überlasse ihm 25% vom Jahresgewinn. Genauer gesagt, bis jetzt habe ich ihm dieses Viertel überlassen. Bis jetzt? Ja, seit 2 Jahren ist unser Gewinn stark rückläufig und was wir erlösen, müssen wir in den Betrieb stecken. Ja. Mein Vetter aber will davon nichts wissen. Er will nur kassieren. Naja, naja, wo nichts ist, hat auch der Kaiser sein Recht verloren. Er erpresst mich. Ach so, hat Ihr Vetter denn etwas gegen Sie in der Hand? Ja. Wollen Sie mir sagen, was? Muss das sein? Es wäre besser, nicht? Ich habe bis jetzt noch mit niemandem darüber gesprochen. Das ist Ihre Sache, Herr Junker. Ich will Sie nicht drängen, nicht? Mein Vater...
Naja, also es war im Jahr 1948. Hm. Er hat damals mit Bestechungsgeldern und kleinen Erpressungen verhindert, dass hier in unserer Stadt eine Konkurrenzzeitung ansiedelt. Ach, gut, ja. Aber was kann ich tun? Meinen Vetter Hermann finden. Wie bitte? Er hat seinen Besuch angekündigt. Ich bin sicher, er will mich vollends fertig machen. Ich muss ihn sprechen, bevor er mit jemand anderen spricht. Ich glaube, ich bin Ihrem Vetter Hermann bereits begegnet. Was? Was sagen Sie da? Ja, wenn meine Vermutung zutreffen, ist Ihr Vetter Hermann Junker die schwarze Hand. Ja, aber... Entschuldigung, dass ich hier einfach so reinplatze. Sie, Herr Bergemeier, was gibt's denn? Hier, sehen Sie mal. Das lag auf meinem Schreibtisch. Post von der schwarzen Hand? Ja. Ich lese vor. Ihr habt zu viele Hunde auf meine Fährte gesetzt. Ich muss die Zeit verkürzen. Die Geldübergabe muss heute noch stattfinden. Sonst entgleist der Intercity 624 und niemand wird es verhindern können. Mein Gott. Das Entscheidende ist, wie der Erpresser die Übergabe des Geldes plant. Bevor wir das nicht wissen, können wir auch nichts unternehmen. Wenn wir überhaupt irgendetwas unternehmen können, dann nur bei der wirklichen oder vermeintlichen Geldübergabe. Ich warne davor, nur Attrappen in den Koffer zu packen. Der Erpresser wird bestimmt erst die Bombe entschärfen, wenn er das Geld gezählt hat. 2 Millionen. Wie viele Fahrgäste werden wohl in dem Intercity sein? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der Zug um 16.43 Uhr in München abfährt und nach Hamburg geht. Unsere Gegend durchfährt er zwischen 19.40 Uhr und 20.30 Uhr. Da bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich schlage vor, dass wir so eine Art Krisenstab bilden, ne? Ja, ganz recht. Rübenach muss unterrichtet werden und natürlich die Bundesbahn. Darf ich Sie bitten, alles zu organisieren, ja. Herr Bergemeier? Geht in Ordnung. Können Sie veranlassen, dass ich dem Krisenstab zugeordnet werde? Das dürfte nicht allzu schwierig sein. Das alles darf Sie aber nicht abhalten, meinen Vetter zu finden. Nein, keinesfalls. Ich glaube nach wie vor, dass beide Dinge miteinander zu tun haben. Hey Leute, auf dem Parkplatz vor der Zeitung stehen 3 zivile Polizeiautos. Und außerdem ein Dienstwagen der Bundesbahn. Woher willst du das wissen? Ja, ganz einfach. Man erkennt hier eine DB-Nummer. Das sieht ganz so aus, als ob was Wichtiges passiert wäre. Das ist vielleicht eine günstige Gelegenheit, die Kellerräume noch mal unter die Lupe zu nehmen. Okay, auf! In die Höhle des Löwen! Geht's jetzt lang? Hier rechts, glaube ich. Da, die Tür? Mhm, ich glaube. Ja. So, da wären wir. Hier haben Pepper und ich den Manschettenknopf gefunden. Hier riecht's vielleicht muffig. Alles leer. Keine Menschenseele. Der Typ ist doch noch längst woanders. Aber manchmal findet man einen Indiz. Hey, Pepper und Peter haben was übersehen. Ausgeschlossen. Doch, schaut mal hier. Da. Da war ja noch immer jemand da. Zeig mal. Das ist ein Stück von dem Stadtplan. Hey, unsere Gegend. Die Südstadt. Hier ist das eingezeichnet. Mensch, das ist doch Peppers Grundstück. Da hat jemand ein Kreuz drauf gemalt. Die schwarze Hand? Ja. Und hier sieht man, da führt die Bahnsteig entlang. Da hat einer einen dicken Punkt gemacht. Ob er an dieser Stelle wohl die Bombe anbringen will? Los, wir fahren hin und schauen uns die Gegend mal an. Ja. Dort hinten, der Geräteschuppen. Los, Leute, wir stellen uns unter. Oh, es geht doch nicht so ein anständiges Dach über dem Kopf. Hey, die Tür ist ja nur angelehnt. Ich geh mal rein. Okay. Komisch. Hier riecht nach Parfüm. Könnte aber auch Rasierwasser sein. Tja, ich glaube, Johnny fängt an zu spinnen. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich sag's doch die ganze Zeit, Johnny ist nicht ganz richtig im Kopf. Kommt doch mal herein. Was? Hey, was ist los? Euer Freund ist gefangen. Gefangen? Tut mir leid, aber es musste sein. Das ist doch, das ist ja die schwarze... Groß, schlank, randlose Brille, Baskenmütze. Oh mein Gott. Es hat alles wunderbar geklappt. Ich verstehe nicht. Ihr seid doch sonst nicht so begriffsstutzig. Ich habe euch hierher gelockt. Uns? Könnt ihr immer noch nicht 2 und 2 zusammenzählen? Was? Ich habe euch eine Falle gestellt. Eine Falle? Der Stadtplan. Ganz recht. Ich habe ihn als Köder ausgelegt. Und ihr habt prompt angebissen. Was haben Sie vor? Ich brauche Geißeln.
Annikas Vater ist ein hoher Justizbeamter und Johnnys Vater ist ein bekannter Reporter. Das sind ganz gute Voraussetzungen. Und was ist mit mir? Du wirst Kurier. Ich mache aber nicht mit. Oh, da sehe ich keine Schwierigkeiten. Ich zwinge dich dazu. Da werden sie auf Granit beißen. Abwarten. Lassen Sie mich los! Was haben Sie mit Johnny gemacht? Was liegt denn da auf dem Tisch? Vorsicht! Fass es nicht an! Ihr würdet uns alle in die Luft sprengen. Eine Bombe! Was dachtest du denn? Und wie soll es nun weitergehen? Wir könnten den ersten Kontakt aufnehmen. Ja, und wie? Von einer Zelle aus. Und da fahren wir jetzt hin. Und nur sagen, was abgesprochen ist. Ja, hier spricht Kommissar Rübenach. Hier ist Peter Küster. Annika, Johnny, ich meine Johannes Bergmeier und ich, ja. Wir sind in den Händen des Erpressers. Ist das dein Ernst? Ja, wir haben einen Hinweis gefunden, wo sich die Leute aufhalten. Diesem Hinweis sind wir nachgegangen. Die zwei Männer waren in einer Hütte bei Kilometerstein 24 an der Linie Hamburg-Köln. Brav, mein Junge, genau nach Plan. Sind Sie noch da, Herr Rübenach? Ja, natürlich. Sprich weiter. Annika und Johnny sind eingesperrt. Ich bin mit einem Großen unterwegs, der eine randlose Brille... Ich warne dich! Hallo, Pitt, was ist passiert? Pitt, rede doch! Du sagst nur noch das, was los ist, verstehst du? Und gibst gefälligst keine Personenbeschreibung. Hallo? Ja, ich höre Sie. Es gab gerade eine kleine Unterbrechung auf unserer Seite. Ja, alles in Ordnung? Also, ich soll Ihnen Folgendes mitteilen. Ich bin als Kurier ausersehen. Johnny und Annika bleiben als Geiseln in den Händen der Schwarzen... damit ich nichts tue, was sie verraten könnte. Ja, ich habe verstanden. Wo bist du? In einer Telefonzelle in... Schluss jetzt. Genug gequasselt. Jetzt komm endlich. Und keine Zicken mehr. Wohin fahren wir? Das erfährst du noch früh genug. Entschuldigung, wenn ich hier einen Zapfenstreich unterbreche, aber was halten Sie denn davon, Herr Kommissar? Schlechte Karten für uns. Solange Sie die Kinder haben, sind uns die Hände gebunden. Die Polizei sollte die Hütte untersuchen, nicht? Ich glaube kaum, dass man dort noch jemanden findet. Das ist doch ganz egal, jede Spur wird aufgenommen. Vielleicht finden wir einen Hinweis, wo die Gangster hingegangen sind. Ja, viel Hoffnung habe ich nicht. Wir haben es mit Profis zu tun. Ja. Das ja. Zehrt vielleicht an den Nerven. Ja, mein Gott, dann gehen Sie doch nach Hause und ruhen Sie sich aus. Und so bei der Rübenacht, das ist vielleicht ein Vorschlag. Es wäre ja noch nervenzerfetzender. Hier erfahre ich doch wenigstens, wenn was geschieht. Ich merke schon, Sie sind ganz ruhig, nicht? Ja. Ja, deswegen wahrscheinlich, weil momentan noch gar nichts passiert, nicht? Vorerst heißt es abwarten und Tee trinken. Aber Beerentraubenblätter, bitte. Wo fahren wir denn hin? Wir biegen in einen Waldweg. Ja, ganz schön eng für so einen breiten Schlitten. Puh, ob die Federung die Schlaglöcher aushält? Hey, Annika! Dort vorne steht ein Blockhaus. Ja, ich seh's. Aber siehst du das Motorrad? Das gehört ja, doch. Du hast recht. Doch, da ist... Raus jetzt mit euch! Oh, und die Handschellen? Ja. Ja, die bleiben da. Aua. Hey, hallo Pitt. So trifft man sich wieder. So, mein Junge. Das nächste Telefonat wird fällig. Aber jetzt gibt es keine Spielereien mehr, hm? Und wo soll ich telefonieren? Diesmal von hier. Gibt's hier denn ein Telefon? Wir haben eine Leitung angezapft. Ganz schön clever. Gute Organisation, das muss ich zugeben. Hier ist dein Textbild. Diesmal gibt es keine Extratouren, verstanden? Mhm. Los jetzt! Ich bin Pitt. Hallo, Herr Rübenach. Ja, wo seid ihr? Ja, aber nun, wieso, sag doch endlich etwas. Ich habe eine Nachricht für Sie. Ja, gut, ich höre. Der Zug fährt in wenigen Minuten ab. Der Anschlag gilt allerdings einem anderen Intercity, der möglicherweise noch besser besetzt ist. Ja, aber das darf doch nicht wahr sein. Es lohnt also nicht, diesen einen Zug umzuleiten. Das Unglück wird so oder so passieren. Wo auch immer. Ach, diese Verbrecher schrecken wohl vor gar nichts.
Das Geld ist in 3 Stunden fällig. Es soll mir übergeben werden. Ich bringe es an einen geheimen Ort. Wenn man mir folgt oder versucht, mit mir zu sprechen, muss ich sterben. Und Annika und Johannes auch. Also, ja. Bisher wissen wir Folgendes. Der Mann, der sich die Schwarze Hand nennt, kennt sich im Verlassgebäude aus wie in seiner Westentasche. Das ist mir bekannt! Jo, er liest englische Zeitungen, ne? Ja, trägt englische Manschettenknöpfe und fährt ein amerikanisches Straßenkreuzer. Und? Das ist alles? Jo, das ist alles. Wir haben den Verdacht, dass die Schwarze Hand möglicherweise... Ja? Na, reden Sie! Ich rede ja schon! Junkers Vetter aus England ist. Ich wusste es. Ich wusste es die ganze Zeit. Sie haben Erkenntnisse zurückgehalten, Pepper. Das wird noch ein Nachspiel haben. Sie sind aus dem Krisenstab ausgeschlossen. Jawohl! Ich bin's wieder, Pitt. Ja, wir sitzen wie auf Kohlen. Geht es euch gut? Ich soll Ihnen Folgendes mitteilen. Sind Sie bereit? Ja, bereit. In der unterirdischen Ladenpassage unter dem Kaufmannsallee befindet sich zwischen der Imbissstube und dem Zeitungskiosk eine graue Stahltür. Eine graue Stahltür, verstanden. Ich stehe in 32 Minuten, Punkt 19.30 Uhr dort und erwarte das Geld in 2 Taschen. Ich werde beobachtet. Ja, damit haben wir gerechnet. Annika und Johannes sind weiterhin in der Gewalt der Erpresser. Wenn etwas Unvorhergesehenes passiert oder wenn ich nicht rechtzeitig mit dem Geld, wohlgemerkt mit den ganzen 2 Millionen. Ja, sei beruhigt, wir handeln exakt nach den Anweisungen. Schließlich geht es um eure Sicherheit. Also wenn ich damit nicht wieder zurück bin, geschieht uns etwas und lassen Sie die Polizei aus dem Spiel. Ende. Prima, allmählich lernst du dich an meine Anweisungen zu halten. Mit Drohungen und roher Gewalt kann sich ja wohl jeder durchsetzen. Zeit für den Aufbruch. Annika und Johnny bleiben hier. Eingesperrt? Was sonst? Ich fahr mit Pitt in die Stadt. Bitte, meine Herren, bitte bewahren Sie Ruhe. Ja, wir tappen völlig im Dunkeln. Und der Zeitdruck wird immer größer. Das Geld muss schleunigst zum Treffpunkt gebracht werden. Ist ja gut, das übernehme ich. Nein. Sie? Nein. Ja, ich. Nein, Sie nicht. Doch. Nein. Pitt hat ausdrücklich gefordert, dass die Polizei aus dem Spiel bleibt. Eben. Wo ist das Geld überhaupt? Tja. Der Beauftragte von der Bundesbahn nimmt es bei der Bank in Empfang. Ach. Er müsste jeden Moment hier sein. Gut, naja, dann würde auch das Geld zum Treffpunkt. Na, hoffentlich beeilt er sich. Das Leben von 3 Kindern steht auf dem Spiel. Das wissen wir! Das heißt es für alle, einen kühlen Kopf bewahren! Oh, mein Gott. Keine Extratouren. Herr Bergemeier. Was gibt's, Pepper? Kommen Sie mit. Wohin? Das erkläre ich Ihnen draußen. Gut. Nee, Pepper, wohin? Zum Pinkeln, Herr Kommissar. Mit Bergemeier? Nie mehr ohne ihn. Ja, ja. Ja, das kann ich verstehen. Die Nervosität kann einen wirklich auf die Blase schlagen. Ich komme auch mit. Nein, Sie kommen nicht mit. Sehen Sie mal, haben Sie schon mal erlebt, dass 3 auf einer Brille sitzen? Nein, ne? Wahnsinn. Ja. Was haben Sie vor? Wir müssen auf dem schnellsten Weg zur Kaufmannsallee. Mensch, Pepper, das ist gefährlich. Denken Sie an die Kinder. Ach, daran denke ich die ganze Zeit. Wer garantiert uns, dass die Schwarze Hand die Kinder wirklich freilässt, ne? Los geht's. Ich bin dabei. Also gut. Wir nehmen meinen Wagen. Ja, Kunststück meiner steht auf dem Schrottplatz. Komm, ne? Steigen Sie ein. Ja. Drüben, andere Seite. Wir fahren zur Heinrich-Heine-Straße. So, jetzt links durch die Seitengasse. Da ist eine Hofdurchfahrt. Wir kürzen ab. Ein bisschen eng, der Hof. Was? Das macht nichts. Den Schaden bringen wir später in Ordnung. Geben Sie Gas, los. Ach, geschafft. Weiter. So, uns bleiben bis zur Geldübergabe noch 14 Minuten und 47 Sekunden. Ja, nix wie los. Da drüben ist
der Zeitungskiosk und die Imbissstube. Und dazwischen die graue Eisentür. Ja, wo die wohin führt. Ja, vermutlich liegen die Versorgungseinrichtungen dahinter. Vielleicht ist es auch ein Notausgang, wenn es mal brennt. Ob die Tür verschlossen ist? Das können wir nicht ausprobieren. Viel zu gefährlich. Pitt müsste jeden Moment auftauchen. Hey, Peppa! Ja? Da drüben gibt es noch mehr Türen. Okay, dann nehmen wir die bei der Treppe, ne? Ja, los. Modern und feucht hier. Hören Sie das Rauschen? Vermutlich haben die Gänge eine Verbindung zur städtischen Kanalisation. Ich vermute, wir sind hier in einem unterirdischen Labyrinth. Wie wir uns hier bloß zurechtfinden sollen. Licht gibt's auch keins. Siehst du die Tür zwischen Kiosk und Imbiss, Pitt? Bin ich blind? Dort gehst du rüber und stellst dich hin. Und weiter? Du tust, als wärst du mit jemand verabredet. Na, bist du ja auch sozusagen, oder? Und Sie? Du wirst mich nicht sehen, aber ich werde dich ständig im Auge behalten. Also, keine Dummheiten, ist das klar? Ich lass doch Johnny und Arnika nicht im Stich. Prima, da sind wir uns ja einig. Und denk dran, eine falsche Bewegung, ein dummes Wort und du löst eine Katastrophe aus. Hast du verstanden? Ich habe alles verstanden. Noch 5 Minuten bis zur Geldübergabe. Geh jetzt. Los, du machst schon. Noch 3 Minuten, wenn es doch schon vorbei wäre. Der Bundesbahn. Hier sind die beiden Taschen. Stellen Sie sie neben mich. Ist alles okay? Ist das Geld drin? Genau 2 Millionen. Bitte gehen Sie jetzt. Okay. Alles Gute, bitte. Danke. Was soll ich jetzt bloß tun? Die Tasche links von dir mit dem Fuß ein wenig nach links. Ja, so ist gut. Haben Sie... Schnauze! Und jetzt bück dich nach der anderen Tasche. Und du so, als ob du weggehen wolltest. Gut so. Bleib stehen. Du so, als ob sie ein Schnürsenkel gelöst hätte. Knie dich hin. Bind den Schuh zu. Schieb jetzt die Tasche näher. Noch ein Stück. So, ja. Du stehst erst wieder auf, wenn die Tür zu ist. Was jetzt? Abwarten! Armer Pitt. Der ist bestimmt mit den Nerven runter. Das glaube ich nicht. Der war einsame Spitze. Wir bleiben der schwarzen Hand auf dem Fersen. Die Hände zum Klettern frei. Er steigt die Eisenleiter hinauf.
Endstation. Er ist weg. Müssen Sie ihm folgen? Ja. Sie klettern zuerst bei einem Hörer. Wir sind an einem Gully. Über mir ist die Straße. Sehen Sie was? Keine 5 Meter. Entfernt steht der amerikanische Straßenkreuzer. Die schwarze Hand öffnet die Autotür und wirft die Taschen hinein. Das ist unsere Chance. Ja. Los. Stopp! Stehen bleiben! Steigen Sie aus! Ich bin bewaffnet! Das Spiel ist aus, Junker! Schnelle Berg! Diesmal waren Sie ganz schön langsam! Spipper, schießen Sie in die Reifen! Nehmen Sie die Hände hoch, Junker! Eins verstehe ich nicht. Warum hat Johnny die schwarze Hand in der Galerie nicht wiedererkannt? Schon mal was von Verkleidung gehört? Ja, aber die Stimme. Junker ist ein hervorragender Schauspieler. Ja, eine andere Frisur und eine neue Brille haben den Verlagschef Junker in den Verbrecher die schwarze Hand verwandelt. Warum ist er nicht Schauspieler geworden? Naja, er hat einfach seinen Beruf verfehlt. Das kann man wohl sagen. Ja, aber warum hat Junker Herrn Pepper von seinem Vetter erzählt? Das ist alles Ablenkmanöver. Er wollte mich auf eine falsche Spur setzen. Ja, genau so war's. Ja, wäre Pepper nicht gewesen, hätte er wohl noch manches Ding gedreht. Tja, und ich bin in der Zwischenzeit zum Chefreporter befördert worden. Oh, oh, super. Den Tagesreport hat ein anderer Verlag aufgekauft. Oh, das heißt doch mehr Arbeit als bisher, Papa. Tja. Dafür kann sich Pepper aber auf seinen Lorbeeren ausruhen. Bei der tollen Prämie braucht er überhaupt nicht mehr zu arbeiten. Von wegen ausruhen. Da kennt ihr den alten Pepper aber schlecht. Wartet's ab. Den nächsten Fall schnapp ich dem Rübezahl wieder vor der Nase weg. Paul Pepper fängt die Gangster ein. Mit Pep. Mit Pep. Mit Köpfchen legt er sie herein. Und Pep. Und Pep. Auch Oma liegt stets auf der Lauer. Das macht jeden Gangster sauer. Johnny, Pitt und Arnika. Wenn's brennt, dann sind sie alle da. Doch wer jagt die Gauner? Die Gangster? Die Nepper? Da gibt's nur einen. Und das ist Paul Pepper. Da gibt's nur einen, und das ist Paul Pepper.